Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja Leute, heute mal wieder natürlich ein neues Shop-Video. Und zwar Leute, das ist jetzt noch der alte Shop, aber der neue Shop aktualisiert sich in 4 Minuten und knapp 40 Sekunden. Und ich gehe einmal nochmal die Sachen durch, die heute im Shop waren, und zwar der Metallbeauftragte. Habe ich auch schon im letzten Fortnite-Shop-Video gesagt, konnte man sich als Rette die Weltpaket holen, den man sich dann erspielen konnte. Dann Totenschütze in dem und den Style mit diesem Backbling, mit diesem Spektralsense, Welle des Todes, Flobber mit dem Backbling, und das Backbling hat die drei Varianten. Dann Scampi, Hasenwolf mit dem, dem und den Style, natürlich auch noch Lömer, auch mit fast den gleichen Styles, halt nur mit Lömer halt. Dann Neontier. Dann Leute noch Arktisassassinen. Also Leute, ich weiß so absolut null, wie man den Skin ausspricht. Sorry. Einmal der noch. Dann noch Schmetterinchen mit diesem Backbling. Echt intensiv. Fitnessrunde. Mach dich locker. Da hat aber noch einer gefehlt, und zwar der hier, Leute. Popsternchen. Dann, Leute, noch das Paket hier. Mit diesen Sachen. Also das Frostlegenden-Paket. Mit diesen ganzen Sachen hier. Dann das Fortnite Marvel Hoheiten- und Krieger-Paket. Mit den Sachen hier. Mit den ganzen Sachen hier, Leute. Und dann noch als letztes Paket, das vorne letzter Lacher-Paket. Wenn ihr euch das holt, ihr kriegt 1000 V-Bucks dazu. Und Leute, noch die Battle Pass Stufen für 1850 V-Bucks für 25 Stufen. Und Fortnite Crew für einen Monat für 12 Euro. Und Leute, hier steht ja noch, bekomme jetzt 400 V-Bucks zurück. Also wenn ihr euch das holt, bekommt ihr sogar 400 V-Bucks zurück. Und Leute, was ich euch auch noch sagen wollte, ich habe ja heute gestreamt, waren zwar nicht so viele drin, aber es waren auf jeden Fall einige drin. Zum Beispiel in Fortnite Stream waren welche drin und im FIFA Stream. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder regelmäßiger mit euch streamen werde. Ich hoffe, ihr kommt dann auch wieder rein, damit ihr Bescheid wisst, dass vielleicht demnächst mal wieder ein paar mehrere Leute drin sind. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, warten wir jetzt noch kurz, bis bis der Item Shop kommt. Und was ich auch noch sagen, Leute, auf jeden Fall noch eine Info. Das wird zwar noch lange dauern, aber schon mal so, wenn wir die 1000 Abonnenten geknackt werden, werde ich einen 24-Stunden-Stream machen, definitiv. Aber ja, das wird natürlich noch lange dauern, weil wir haben noch lange nicht die 1000 Abonnenten geknackt. Es sind noch, um genau zu sein, 390 Abonnenten. Wird noch dauern. Aber Leute, mein Ziel für dieses Jahr auf YouTube ist es, die 1000 Abonnenten voll zu bekommen. Und ja, sonst ist eigentlich nichts das Ziel. Und Leute, ich suche auf jeden Fall noch welche für morgen. Wie ihr es sehen könnt, morgen bzw. heute um 17 Uhr bis 20 Uhr ist ein Hype Cup. Und zwar im Trio. Wenn ihr da mitmachen wollt, meldet euch. Man muss natürlich 2FA haben. Also wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch gerne. Dann würde ich euch nämlich morgen so gegen 16:30 einladen, die 2. Wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch in den Kommentaren. Was man nur dafür braucht, ist, glaube ich, 2FA und 1000 Arena-Punkte. Wenn es echt welche unter euch davon gibt, die 1000 Arena-Punkte haben, meldet euch. Und dann werde ich auf jeden Fall mit euch den Cup spielen, wenn ihr wollt. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst sehr, sehr gerne auch nochmal einen Daumen nach oben. Da würde mich auf jeden Fall mega freuen, Leute. Und was ich auch schon öfters gesagt habe, Leute, es wird nicht nur noch Fortnite auf diesem Kanal geben. Ich bin am überlegen, ob ich die Tage auch mal Warzone streame. Rocket League muss ich gucken, aber FIFA und Fortnite werde ich definitiv am meisten auf diesem Kanal jetzt bringen. Weil FIFA, gibt es auch viele Leute, die FIFA mögen. Vielleicht seid ihr ja auch darunter. Aber Leute, ich sage euch gleich nochmal was, und zwar nachdem der neue Shop da ist. Und Leute, kommt halt was Neues rein, sehen wir jetzt. Und
Okay, Leute, wir fangen an. Einmal die markierte Marodeurin. Leute, das ist so ein Dingskin. Wenn ihr euch den holt, ihr könnt eure Banner da drauf tun. Halt irgendein Banner, dann wird der Banner auf den Skin halt so angezeigt, wie ihr es auf dem Skin sehen könnt. Dann noch Banner-Trooperin, Mustersoldatin, Feldwebelfarbe, Musteraufmischer, Symbolsoldat, Leutnant-Logo, Signaturschütze. Dann Leute nochmal als Backlink für 400 V-Bucks. Halt wieder, da oben wird dann euer Dings angezeigt, euer Banner, Banner-Umhang. Dann Leute gibt es das auch natürlich noch auch als Backbling und zwar Bannerschild. Pickaxe gibt es natürlich auch, Wappenhacke. Und dazu gibt es noch diesen Emote Banner tragen. Und natürlich auch noch die Lackierung, ne Leute. Und den Hängegleiter, Bannergleiter. Dann Leute ist Yeehaw wieder im Shop. Halt die weibliche Variante von dem männlichen, der früher im Battle Pass in der Season war. Dann Sternstab habe ich mir sogar geholt, beziehungsweise habe ich geschenkt bekommen. Auf jeden Fall Kuss geht an den raus, der mir früher geschenkt hat. Kommando. Fackelwirbel. Kellenkunst. Deckeltritt. Und ja, Leute, dann noch die Pakete. Und ja, Leute, jetzt noch kurz einmal die Sache, wozu ich eben kommen wollte. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel Fortnite mögt, aber FIFA nicht oder andersrum, dann bitte ich euch darum, deabonniert mich bitte direkt. Also ich will jetzt kein Abo-Geier oder so sein, aber wie gesagt, wenn ihr es nicht mögt, das andere Game, dann deabonniert einfach nicht. Weil ich werde beide Games auf jeden Fall auf den Kanal bringen. Und dann würde ich sagen, Leute, nochmal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.